sozusagen die Ursache, ich sag mal nochmal, dieser Datenautobahn, weil ich das die ganzen Jahre so erfahren habe und ich mich dann so verhalten habe, wie sich die Menschen dann eben immer noch verhalten, obwohl es einfach nicht mehr von der Strategie her passt. Ja, das ist das, was diese Datenautobahn im Hirn, das sind Lösungen, die Menschen finden. Ja. Und wenn du als Kind in diese Welt hineinwächst und immer geführt wirst und dir einmal gesagt wird, was du, dann ist die Lösung, die du dann hast, dass du sagst, okay, das nützt gar nicht so viel und das bringt dir auch gar nichts, wenn ich mir selber Gedanken mache, dann gucke ich doch lieber, was die anderen sich so wünschen. Und dann brauchen die dich gar nicht mehr richtig führen. Du läufst schon regelrecht hinter denen her. Aber das ist auch ein Glück, weil dann weißt du, was du alles kaufen musst, dann weißt du, was du alles wissen musst, dann weißt du, was du von morgens bis abends zu tun hast. Ja. Und so fühlen sich die Menschen dann eigentlich doch sehr wohl, weil es ist sozusagen alles klar. Ja. Sie leben in einer fertigen Struktur, haben zwar nichts zu sagen, aber kriegen immer gesagt, was ist. Und das wird sozusagen im Hirn verankert als Lösung. So muss es sein. Ja, ja. So, und wenn du denen plötzlich, wenn du die in die Freiheit entlässt, wo sie selber Verantwortung für sich selbst übernehmen sollen, wo sie selber bestimmen sollen, was und wofür sie arbeiten, dann funktioniert das nicht. Ich habe mit Schulen gesprochen, es gibt ja Schulen, das sogenannte freie Schulen, die diese ganzen Zensuren und das alles abschaffen. Und da war ich dann auch ein bisschen überrascht. Die haben mir gesagt, bis ein Schüler, also wenn jetzt ein Schüler bei denen ankommt in dieser Schule, der war ja schon auf einer anderen gewesen vorher, wo er gescheitert ist. Und dann kommt er bei denen in dieser freien Schule an, wo das Lernen plötzlich freiwillig ist. Dann sagen die, bis der das los ist, was er aus die Art Datenautobahn los ist, die er in der anderen Schule angelegt hat, das dauert fast genauso lange, wie er in der anderen Schule gewesen ist. Wenn der 3 Jahre oder wenn der 5 Jahre in einer anderen Schule ist, kann es 5 Jahre dauern, bis der endlich wieder lebendig wird. Ja, ja, ja. Aber ich meine, dieses Konsumentenverhalten haben wir doch wahrscheinlich beide auch erlebt in der Hochschule. Da ist es doch auch nicht anders. Da haben wir doch auch die Hochschule setzt das ja nur fort. Im Grunde genommen muss man sagen, die Hochschule züchtet das ja regelrecht, weil sie von den Schulen verlangt, diese Auswahlverfahren nach diesen Kriterien durchzuführen. Wo im Numerus Clausus sich dann sozusagen über den Numerus Clausus festgelegt wird, wer jetzt Medizin studieren darf. Und ich habe ja Medizinstudenten immer wieder mal gefragt, als ich dann noch an der Uni war, warum sie Mediziner werden wollen. Und dann haben die, da waren nicht wenige dabei, die haben gesagt, ich hatte doch 1,0. Ja, ja. Hoffentlich bleibe ich bei den Ärzten verschont von den Ärzten. Da kann man nur hoffen, dass man so einem nicht unter das Messer kommt. Oh. Du, in deinem Buch Wege aus der Angst, über die Kunst, die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen, da schreibst du ja darüber, wie auf der einen Seite sozusagen Angst ein ungünstiger Zustand ist, ne? Dieser inkohärente Zustand. Und auf der anderen Seite, ohne Angst keine Veränderung stattfindet, ne? Also kein Lernen stattfindet. Ja. Kannst du das mal ein bisschen genauer ausführen? Denn ich glaube, man darf jetzt nicht den Rückschluss ziehen, dass es immer Angst braucht, um zu lernen. Oder ist es doch so? Nein, nein. Aber es ist so, dass das Hirn ständig einen Zustand anstrebt, in dem da oben alles einigermaßen gut zusammenpasst. Und das hängt gar nicht mit uns zusammen. Das würde jede Nervenzelle von sich aus machen, weil auch jede Nervenzelle dafür sorgen muss, dass sie nicht überlastet wird, dass da nicht zu viel reinkommt. Und deshalb verknüpfen sich die Nervenzellen in einer Weise, dass am Ende ein Gebilde entsteht, was sich dadurch auszeichnet, dass es möglichst wenig Energie verbraucht. Ja. Das ist das Interessante dabei. Und das machen die nicht aus Selbstzweck oder so, sondern das machen alle lebenden Systeme so. Im Grunde genommen auch jedes Unternehmen, jede Familie muss sich so organisieren, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Wenn sie so viel Energie verbrauchen, wie sie können, dann verheizen sie sich. Und dann, also solange sie noch so viel Energie haben, können sie sich dann eine furchtbare Beziehungskultur leisten. Ja. Das sieht man dann in manchen Familien, da klappt nichts, alle verstehen sich nicht, aber sie haben eine Segeljacht und denken darüber nach, ob sie sich eine Südseeinsel kaufen. Ja, ja. Ja. Das nützt dann auch nichts. Also die brauchen dann irrsinnig viel und verpulvern einen Haufen Energie und
Und dann gibt es andere Familien, bei denen es einfach wunderbar miteinander klappt. Die brauchen fast nichts. Die haben sozusagen dieses Prinzip vernünftig umgesetzt. Und wir erleben im Augenblick weltweit, dass die Unmenge von Energie, die wir verpulvern, nicht mehr länger in dieser Weise zur Verfügung steht und müssen deshalb Energie sparen. Und das zwingt uns, unsere Beziehungen und die Strukturen, die wir geschaffen haben, neu, also umzubauen, sodass das nicht mehr so viel Energie verbraucht. Bisher wissen wir noch nicht ganz genau, wie das geht. Ja. So, und das macht das Hirn natürlich eben auch. Und jedes Mal dann, wenn irgendeine Unruhe da ein auftritt, weil man ein Problem hat, weil man nicht richtig, weil etwas eingetreten ist, was man so nicht erwartet hat, dann entsteht ja sozusagen Durcheinander da oben. Feuern die Nervenzellen alle wild durcheinander, verbrauchen einen Haufen Energie. Das breitet sich dann aus, wenn man keine Lösung findet. Und dann werden so ältere Bereiche mit erfasst. Dann erfasst es den ganzen Körper. Dann hat man diese Gefühle von weichen Knie und Atemnot und Haare stehen zu Berge und Schweißausbruch. Und das spätestens ist dann der Zustand, wo wir dann sagen, oh, jetzt wird's gefährlich. Und dann nennen wir das im Deutschen Angst. Und das wäre aber nochmal genauer anzugucken, weil normalerweise merkt man ja schon, wenn es im Fahrstuhl im Hirn darunter geht mit diesem Durcheinander, dass das jetzt gefährlich wird und dann wird man sofort was machen. Also wenn ich merke, das ist jetzt Mist. Wenn ich es bemerke. Ich kriege ein Problem mit Herrn Putin, da würde ich doch sofort was machen und nicht erst warten, bis der Krieg ausgebrochen ist. Ja. Und deshalb sind wir eigentlich alles sehr gut darin, zu spüren, dass etwas kommt, was uns Angst machen wird. Aber bevor wir die Angst kriegen, haben wir schon eine Lösung. Und das ist sogar im Hirn mit eingebaut, wenn ich unten die Tür aufmache und es sitzt ein Löwe vor der Tür. Dann brauche ich noch nicht mal nachzudenken, sondern die Tür geht automatisch wieder zu. Das ist mein automatisiertes, archaisches Notfallprogramm. Ja. Das schaltet sich ein und bums, kommt die Reaktion. Und dann gibt's aber diese andere Variante und die kennen nur wir Menschen. Also die Engländer kennen auch keinen Begriff für Angst. Mhm. Ne? Kennen nur das, was man mit dem Löwen hat und das heißt Fear. Und das andere, was sie noch kennen, ist so eine Art lächerliche Angst, um die man sich nicht so richtig kümmern braucht. Das heißt Anxiety. Das ist im Deutschen Ängstlichkeit. So, diese Angst, wie wir sie haben, da haben die kein Wort für, das nennen die German Angst. German Angst, genau, ja. So, und German Angst ist das, was passiert, wenn ich im Bett liege abends und mir vorstelle, vor jedem Fenster sitzen Löwen. Und unten vor der Tür auch. Und ist, und wenn ich da liege, da kann ich jetzt ja nicht die Tür zuknallen. Ich bin sozusagen ein Gefangener meiner eigenen Vorstellung und ich habe die gleiche Angst, die ich hätte, wenn ich die Tür da unten bei dem Löwen nicht zuknallen könnte. Ich finde keine Lösung. Ja. Und das sind richtige, schwierige Situationen und in denen stecken wir es häufiger drin, als wir das so denken. Weil es immer wieder so ist, dass es nur die Vorstellung ist, die uns Angst macht und gar nicht die Realität. Und damit wird auch gearbeitet. Wenn du dir nicht dieses Haarwaschmittel da kaufst, mit diesem Aufbau, Haarwurzelaufbaumittel drin, ne, dann hast du bald eine Glatze. So, wunderbar. Da wird mir Angst gemacht und gleichzeitig die Lösung angeboten. Ja. So, und wenn man nicht diese Faltencreme nimmt, oder wenn du dich in der Schule nicht anstrengst, dann, wenn du dir nicht die Zähne putzt, dann, und ne, wenn sie hier als Mitarbeiter nicht richtig performen, dann, so, ist ständige Angstmacherei. Und das reicht dann aus, dass die Leute in der Vorstellung in so einen Zustand von Aufgeregtheit versetzt werden und dann versuchen, eine Lösung zu finden. Ja. Und da, und das, die Lösung trägt dann immer dazu bei, dass dieser inkohärente, aufgeregte Durcheinanderzustand im Hirn erstmal wieder beruhigt wird. Und das Problem ist, dass man da Lösungen bisweilen findet, die sind in der Situation okay. Also zum Beispiel Schnaps trinken. Ja. Wenn ich mit dem Chef gerade mal wieder eine furchtbare Debatte habe, kann ich eine Flasche Whisky austrinken und dann ist das Hirn zufrieden. Weil jetzt weiß ich gar nicht mehr, dass ich einen Chef hatte, was vorgefallen ist, weiß ich auch nicht mehr. Der Alkohol macht so eine schöne Hemmung und irgendwann penne ich dann ein und gut ist es. Das heißt, es gibt auch Lösungen, die sind blöd. Ja.
So, und davon gibt es mehr, als wir denken. Also eine Lösung kann sein, dass man dann, wenn man immer unterdrückt wird, unbedingt versucht, Macht über andere zu bekommen. Mhm. Wenn man dauernd gesagt kriegt, dass man nicht gut genug ist, dass man sich selbst einredet, man sei zu blöd für alles. Ja. Also da merkst du, da kannst du jetzt das ganze Spektrum durchgehen. Und ich mache das manchmal, ist auch vielleicht für die, die uns zuhören, ganz interessant, wenn man einen Menschen mit eigenartigen Verhaltensweisen vor sich hat und mit sonderbaren Vorstellungen, ist das sehr hilfreich, wenn man sich selbst fragt, was könnte denn das für eine Lösung sein, die der da gefunden hat, wahrscheinlich irgendwann mal, aber mit der er dann bis heute immer noch rumeiert. Also so Leute, die so ein übermäßiges Ordnungsbedürfnis haben und alles aufräumen müssen. Das ist eine Lösung, das ist kein Charakterzug, das ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern das ist eine von ihnen gefundene Lösung. So, und jetzt merkst du, dass du mich solche Sachen nicht fragen darfst, weil ich mich dann doch sehr weit entferne von dem Ausgangspunkt der Frage. Aber Tatsache ist, dass wir eben ständig dorthin wollen, wo alles passt. Dafür haben wir dann auch eine Vorstellung. Paradies, ja. Himmelreich, so. Und die Realität des Lebens sieht so aus, dass es das nicht gibt. Es gibt nur einen Augenblick in deinem Leben, wo alles im Hirn zusammenpasst, und das ist, wenn du gerade gestorben bist. Und solange wir noch lebendig sind, gibt es immer Störungen. Wenn ich die Augen aufmache, ist schon da oben eine Störung. Das muss man jetzt nicht alles Angst nennen. Aber wenn wir keine Lösung fänden, kriegten wir Angst. Und deshalb ist es gut, wenn wir merken, aha, da kommt etwas auf uns zu, wo wir noch nicht wissen, was das für uns bedeutet, und wir suchen nach einer Lösung. Und wenn das die falsche Lösung war, dann kommen wir über kurz oder lang wieder in eine Situation, wo uns diese Lösung in ein Problem bringt, und dann müssen wir dafür wieder eine Lösung machen. Ja. Und wenn du das dein ganzes Leben lang machst und immer wieder feststellst, schon wieder hast du dich geirrt, dann entsteht so etwas wie Fehlerfreundlichkeit. Ja. Und es entsteht in dir ein riesiger Schatz an Erkenntnissen und darüber, dass es bestimmte Lösungen sind, die für bestimmte Dinge adäquat sind, in anderen sind sie nicht. Und wenn du dann noch weitermachst, wirst du jemand, der entwickelt eine Fähigkeit, nennen wir es jetzt einfach mal Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl, weil wir haben im Deutschen dafür jetzt im Augenblick noch keinen Namen, weil wir das ja auch noch gar nicht so lange denken können. Ja. Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl wäre das, was jemand hat, der sagen kann, oh, mal sehen, was jetzt schon wieder auf mich zukommt. Willkommen, Problem, auch an dir werde ich wachsen. Ja. Wahnsinn. Und das sind glückliche Menschen. Das sind Menschen, die kann so schnell nichts mehr aus der Bahn werfen. Und die, so einer kann man aber nur werden, wenn man in seinem Leben mehr als eine Problemlösung gefunden hat. Das heißt, um so jemand zu werden, musst du dich dem Wind dieser Welt ausgesetzt haben. Da muss es von allen Seiten geweht haben. Da musst du immer wieder unterschiedliche Probleme gehabt haben und die auf jeweils andere Weise gelöst haben. Und dann hast du diese Kohärenz, Wiederherstellungskompetenz. Nun habe ich ja in der Physik tatsächlich Kohärenzzeiten gemessen, allerdings in Halbleitern bei angeregten Zuständen. Ja, das ist ein Begriff, der kommt ja auch aus der Physik. Ich habe den auch deshalb genommen für diesen Zustand. Das darf man nicht Harmonie nennen. Das ist auch nicht Resonanz. Weil das ist ja ein dynamischer Prozess. Das verändert sich ja ständig. Ja. Und in diesem Verändern muss es passen. Dafür haben wir keinen Begriff. Wie macht sich etwas unterwegs beim sich selbst verändern immer wieder passend? Kohärenz, dachte ich, ist da vielleicht noch der beste Begriff, weil der noch nicht so belegt ist, außer bei den Halbleitertechnikern. Ja, in der Quantenphysik, sagen wir es so. wo du ja letztlich auch, ich sag mal, erleben kannst, wie dann eben Synergien entstehen. Der Begriff der Synergie, Hermann Haken, kommt ja letztlich auch aus der Physik. Und ich habe ja Laserphysik studiert, insofern sind mir das alles gängige Begriffe. Ich weiß nur nicht, ob das sozusagen jedem Zuhörer und Zuschauer ein gängiger Begriff ist. Aber letztlich geht es um Selbstorganisation und Selbstordnungsprinzipien, die sich von selbst auslösen. Du hast es ja vorhin auch beschrieben im Gehirn. Aber es ist ja alles genauso. Selbstorganisation. Wichtig ist, dass das eine Selbstorganisation, die einen Vektor hat, eine Richtung, wohin sie geht. Nämlich hin zum Energiesparen.
Ja, gut, das ist das Bestreben aller Systeme in der Physik, genau. Stabiler Zustand ist halt der, der am wenigsten Energie verbraucht. Du begründest das ja in deinen Büchern auch immer interessanterweise mit der Entropie. Also insofern hast du eine Menge Physik auch natürlich studiert in deinem Biologiestudium und überhaupt in deinem ganzen Werdegang, logischerweise. Was mich jetzt nochmal interessiert, um jetzt nochmal davon sozusagen jetzt in die Praxis überzugehen, wir haben jetzt gerade diskutiert dieses Thema der Angst, das verändert Menschen in den verschiedensten Varianten. Nun beobachte ich Kinder, die haben keine Angst, sondern die sind einfach von sich aus kreativ, bauen Sandburgen, machen die wieder kaputt und machen andere Dinge. Und ich glaube nicht, dass die Angst haben. Also was ist sozusagen nochmal sozusagen der andere Impuls für ja, intrinsische Motivation des Lernens, sagen wir es mal so? Die Kinder, also wir alle, auch du und ich, wir sind mit einer unbändigen Freude am Lernen auf die Welt gekommen. Hm. Das ist sozusagen, das steckt in uns drin. Und das hat auch nichts mit Genetik zu tun, sondern es hat was mit diesem Organisationsprinzip zu tun, wie wir uns schon vorgeburtlich herausgebildet haben. Und da hat ja jeder von uns unglaubliche Lernleistungen schon hinter sich. Wenn man sich das mal so im Ultraschall anguckt, wie diese ungeborenen Kinder ihre Fingerbewegungen machen und wie die dann am Ende lernen, den Daumen in den Mund zu stecken. Das heißt, die sind ja schon wahnsinnig unterwegs mit einem Entdeckerdrang und einer Gestaltungslust. Und das ist natürlich logisch, dass das da draußen so weitergehen soll. Und deshalb machen die auch so weiter, bis wir sie daran hindern und sie zum Objekt unserer Belehrung machen. Und da erinnere ich immer gerne an die Obstbauern, die ihre kleinen Apfelbäumchen da mit den Ästen an den Drähten festbinden. Und die haben dafür einen Terminus technicus für das Festbinden der Äste an diesen Drähten. Und der heißt Erziehung. Um maximalen Ertrag zu haben, werden die Obstbäume erzogen. Und dann höre ich an der Stelle immer auf, weil da wird mir schlecht, wenn ich das auf unsere Kinder übertrage. Und trotzdem glaube ich, dass das genau das Gleiche ist, was wir da mit Erziehung machen.